Berufliche Bildung. Deine Chance. Wissen die bayerischen Schülerinnen und Schüler, welche Job- und Weiterbildungschancen sie haben? Bei dem vielfältigen Angebot fällt es schon mal schwer, den Überblick zu behalten. Daher machen das Bayerische Wirtschaftsministerium, Schule Wirtschaft Bayern, bayerische Unternehmen und die Arbeitsverwaltung das duale System der Aus- und Weiterbildung bei der gemeinsamen Veranstaltungsreihe transparenter. Die aktuelle Lage in der bayerischen Wirtschaft ist hervorragend. In weiten Teilen haben wir heute Vollbeschäftigung. Das ist auch ein gutes Signal an die jungen Menschen, die einen Ausbildungsplatz suchen. Das heißt, die jungen Menschen können sich heute auch ihren Ausbildungsplatz heraussuchen. Wir haben keine Jugendarbeitslosigkeit. Beste Chancen für die nachkommende Generation. Welche Ausbildungen bieten die Unternehmen an? Wie sind meine Zukunftschancen in meinem Wunschberuf? Kann ich danach noch studieren? Hier können alle Fragen rund um die duale Ausbildung gestellt und beantwortet werden. An dem einen oder anderen Stand können auch schon Gespräche geführt werden, um sich gegenseitig kennenzulernen. Denn neben all den Fakten muss auch das Bauchgefühl stimmen. Wenn man noch nicht unbedingt weiß, was man machen möchte, denke ich, schadet eine Ausbildung nie, weil man einfach praktische Erfahrung sammelt. Für mich ist es interessant, erst eine Lehre zu machen, da ich mehr weiß, was ich dann studieren möchte. Genau, ich darf auf jeden Fall erst mal eine Ausbildung machen, damit ich überhaupt sage, ja, passt der Beruf zu mir und ob mir das vielleicht auch gefällt. Und genau, dann kann ich weiterschauen. Die Wirtschaft in Bayern ist ja nicht schlecht und ich denke, die steigt immer mehr und es ist immer ein größerer Aufstieg da. Und deswegen glaube ich auch, dass meine Berufschancen dann nach dem Abitur sehr gut sind. Unser Bildungssystem ist ja so ausgerichtet, dass nach der Ausbildung eigentlich alles gemacht werden kann. Der kann in dem Fall eigentlich, sage ich jetzt einmal, das Abitur nachmachen, der kann in dem Fall studieren, der kann einen Techniker machen, einen Meister machen. Die Türen sind jedem Schüler nach der Ausbildung komplett offen. Natürlich brauche ich Leistungsbereitschaft und Lernwillen. Und ein bisschen Energie, weil das läuft natürlich immer berufsbegleitend. Aber es gibt alle Möglichkeiten. Mit der heutigen 8. Veranstaltung Berufliche Bildung – Deine Chance haben sich insgesamt über 3000 junge Menschen zu ihrer beruflichen Zukunft persönlich informieren und mit Firmenvertretern erste konkrete Kontakte knüpfen können. Für den Erfolg des Freistaates Bayern in der Wirtschaftspolitik ist dieses duale Ausbildungssystem unverzichtbar. Die enge Verbindung zwischen Schule und Beruf, ein Erfolgsmodell schlechthin. Und deshalb werben wir auch mit solchen Aktionen natürlich immer wieder für die Attraktivität der beruflichen Bildung.